Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Bausimulator. Es geht weiter. Und zwar mit dem Hauptgebäude. Ja, wir bauen das Hauptgebäude weiter. Und wir haben ja in den letzten 8 Folgen oder so drüben am Bahnsteig gebaggert. Mit unserem Mobilbagger. Und zum Schluss haben wir ja gestern oder letztens in der letzten Folge, keine Ahnung, wann die kam, noch richtig Stress gemacht mit dem Mobilbagger und haben dann vom Mietservice, dem wir eigentlich noch einen Namen geben müssten, oder wir nennen ihn einfach wie einen echten Mietservice, also es könnte auch Werbung sein dann. Wir nennen ihn einfach Mietservice. Von unserem Mietservice des Vertrauens einen Kettenbagger ausgeliehen, einen etwas überdimensionierten, und haben dann das gestern gar fertig gemacht, weil wir uns ja mit dem Mobilbagger nicht mehr abstützen konnten. So, ich sehe auch gerade die Rundumleuchten von unserem LKW sind auch noch an. Ja, und jetzt sehen wir auch, warum wir die Löcher gebuddelt haben. Da kommt wahrscheinlich, wie gesagt, oder wie gedacht, schon eine Überdachung hin. Glaube ich, dass immer noch wird. Jetzt legen wir aber erstmal die Träger hier im Haus, im Hauptgebäude. Und dann würde ich sagen, betonieren wir das Hauptgebäude und dann setzen wir erst die Träger für die Bahnsteigüberdachung. Machen wir schön eins nach dem anderen. Weil die Wände sind ja eigentlich schnell betoniert. Und vielleicht schaffen wir das auch sogar alles heute. Das sind ja wieder speziell lange Folgen, die wir machen. Weil wir ja weder streamen hier aktuell noch mehr als 2 Folgen Bausimulator machen. Ich freue mich auch jedes Mal auf die Aufnahme immer. Deswegen können wir auch gerne länger machen. Dann schauen wir mal, weil wir kommen, wie gesagt, Endspurt der Baustelle, würde ich jetzt mal behaupten, tatsächlich schon. Es ist nicht mehr ganz so viel. Wir haben 79% insgesamt abgeschlossen. Und dann sehen wir schon, wie es hier weitergeht dann, ne? Jetzt ballern wir erstmal die Streicher alle drauf. Dann betonieren wir. Genau. Plan steht, der wird durchgezogen. Ist bis jetzt aber wirklich eine richtig schöne Baustelle. Das Bahnhofsgebäude. Ich bin auch schon richtig gespannt auf die nächsten Baustellen. Schauen wir mal, ich denke, dass wir dann irgendwie in den Straßenbau reinrutschen, weil wir dann überall bei allen von unseren Story-Ministerleuten da irgendwas mit Zufahrtsstraße oder Umgehungsstraße bauen müssen. Und wir sind jetzt aktuell, glaube ich, bei der Verkehrsministerin zugange. Wir haben jetzt für die auch schon die Schallschutzwand zum Beispiel gebaut. Und dann schauen wir mal, wie es bei der einfach weitergeht. Vielleicht bleiben wir auch erstmal bei der. Vielleicht gehen wir auch erstmal woanders hin. Ich glaube, für die Umweltbeauftragte haben wir diesen Spielplatz gebaut. Oder diesen Park. Ich glaube, ein Park war es. Mehr haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht, ne? So. Dann geht es jetzt ans Betongießen. Erstmal können wir wieder die Mischmaschine hier benutzen. Die ist ja auch nur von unserem Mietservice, ja, die Dauermiete gerade für die Baustelle. Und dann betonieren wir jetzt schnell die Wände. Die gehen ja immer relativ flott. Da haben wir die erste Bombe schon rein gerendert. Komplett. So. Zweite Runde.
So, jetzt geht's hier unten weiter. Zack. Ah, wow, jetzt wäre ich hier fast nochmal reingestiegen. Da müssen wir hin. So. Und hier mal anschulden. Bisschen scheiße. Einmal noch, dann ist die Wand fertig, dann die hintere Wand noch und dann werden Träger gestellt. Müsste alles machbar sein in der Folge. Ich denke schon. Die Mischer ist leer. Yay. Dann einmal nachfüllen. Und dann geht's nach hinten. Hoppala. Ah. Ach komm, stell's einfach hier ab. Perfekt, die erste Bombe haben wir schon eingerendert. Das ging sehr schnell. Jetzt hauen wir die nächste rein, Alter.
Oh, schon wieder leer. Uff, uff, uff. Sehr, also diese Betongießen ist eine sehr meditative Arbeit. Aber ich bin auch froh, wenn wir bei der nächsten Baustelle nicht wieder uns für die Betonbombe entscheiden, sondern für eine Pumpe. Vor allem, wenn zu viel ist. Ich meine, es macht Bock, aber es ist halt trotzdem vor allem fürs Video halt nervig. Weil es halt deutlich länger dauert mit der Bombe als mit der Pumpe. Ja, aber gut, wir wollten das so, ich wollte das so. Und es spart halt uns trotzdem Geld. Bei Gelegenheit könnten wir dann auch den Bagger mal abholen. Ich denke, die Gelegenheit wird noch ein wenig auf sich warten. Nicht drehen. Stell dir mal vor, das machst du in echt, Alter. Du bist der Kranfahrer beim Betonieren und du schleuderst da diesen Betonkübel durch die Gegend. Nehme zwar alles zurück, dass alles heute machbar ist, aber ich bin noch mal gucken. Weil die Wand da hinten, die zieht sich dann doch wegen länger als erwartet. Aber ich will auch gar nicht wissen, wie viel Tausend von Euros wir schon für den Beton verblasen haben, Alter. Eine Füllung von dem LKW 20.000 Euro. Wir haben jetzt allein für die Wände schon zweimal gefüllt. Ich weiß es gar nicht mehr, wie viel wir dafür alles verballert haben. Die Bodenplatte für die Zwischendecken und so weiter und so weiter. Ja, einfach vorwärts. Nicht so viel rumdrehen immer. So. Nein. Ich werde das Ding auch noch umstellen.
Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Träger. Die sind gleich platziert. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ich will auch fertig betonieren. Damit wir nächste Woche noch mehr schaffen. Uah, bam. Explosion, alles kaputt. Versteht ihr das? Wir erstmal hier schön durch die Gegend swingen. Ja. So. Fast haben wir es vorher, fast. Und dann noch die Träger schnell reinbuffen. Ups. Ach so. Lol. So. Ich denke danach noch einmal und dann sind wir fertig, schätze ich. Ist meine persönliche Einschätzung. Vielleicht noch einmal, noch zweimal. Ja, ich sag noch zweimal, weil es nicht ganz auf 100 reicht. Okay, ich nehme alles zurück, noch einmal. Erstmal swingen wir noch ein bisschen über die Gleise. Okay, jetzt sind wir eh leer. So, letzte Runde und dann die Träger. Ja. Da fliegen die letzten. Was geht da rein? Was denkt ihr? Ein Kubik oder ein halber Kubik? Ich denke, in die große geht einer rein. Ein Kubik. Jetzt könnte man logischerweise die Mischungen zählen, die ihr braucht. Ah, wir können die Betontreppen auch legen. Ach du Scheiße, wir können noch so viel machen. Weil ich glaube, sieben, irgendwas knapp 7 Kubik gehen in eine Gun, in so einen Mischer rein. In den normalen Standardmischer. Gehen um die 7 Kubik rein. Oder waren es 6er? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Nee, irgendwas nicht ganz 7 gehen rein.
sein kannst, wenn du ungefähr 7 Mal. Ne, wir machen die Träger. Ne, wir machen. Komm, wir machen Hauptgebäude weiter. Machen wir die Treppen schnell. Das sind auch nur 2. Vielleicht kriegen wir die einmal die rein und dann fupp, fupp, fupp die Träger schnell rein. Und dann passt es. Das machen wir jetzt noch schnell. Alles fertig. Den ganzen Abschnitt vielleicht hier einmal abarbeiten. Bevor wir dann nächste Woche oder doch nächste Woche dann weitermachen. Ist doch auch geil, wenn man ein bisschen längere Folgen hat. Vor allem bei so einem geilen Spiel. Ich habe übrigens die USA-Story oder die US-Map-Story noch nicht angefangen auf Twitch, weil ich da gar keine Lust habe, auf Twitch was zu machen. Ich weiß nicht, ob wir die hier auch dann anfangen oder ob wir erstmal das fertig machen und dann das nächste. Da bin ich genug am Überlegen, wie wir das machen. Herrlich. So, jetzt haben wir hier 6 mal Stahlträger für den Bahnsteig. Uah, falsche Richtung. Zack. Dann haben wir hier einmal die Nummer 2. Und die Nummer 3, meine Damen und Herren, kommen jetzt auch. Müssen wir hier vorne anhängen. Ah, nicht loslassen. So, Flop ist auch schon drin. Geht ja alles super schnell. Ja, okay. Ich nehme alles zurück. Der Kran ist am Ende. Er kommt nicht da, er kommt da nicht hin. Das heißt, da müssen wir noch einmal mit dem Bagger nachhelfen wahrscheinlich. Heißt, es zieht sich doch wieder. Warum muss denn immer was sein? Na gut. Das heißt, wir werden da einmal mit dem Bagger oder mit dem Pritschenwagen einmal schnell hier mit der Pritsche, mit dem Kran vom LKW mal kurz anlupfen und das Ding ein bisschen umpositionieren, dass wir dann mit dem hinkommen. Das machen wir auch noch schnell, die Zeit einnehmen wir uns. Es ist halt so, wenn irgendwas dazwischen kommt, ne? Halt, jetzt habe ich angehoben, wo es noch gar nicht dran hängt. Zack. So, jetzt noch einmal darüber rushen und dann einmal den Kran vom LKW aufbauen. Dann dieses Ding irgendwie umpositionieren. Es könnte alles so einfach sein, aber... So, jetzt können wir uns hier nicht mal abstützen, weil sich hier irgendeine Scheiße im Weg befindet. Selbes Problem wie mit dem
Mobilbahn, genau. Aber es lohnt sich jetzt auch nicht, wegen einem Teil hier Schluss zu machen und das in der nächsten Folge zu machen. Weil das ist dämlich. Dann machen wir jetzt lieber noch 10 Minuten länger. Jetzt die Krönung wäre natürlich, wenn wir mit dem dann nicht hinkommen würden. Ja, ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ich habe ein richtig, richtig schlechtes Gefühl. Das Gefühl wird ein bisschen besser. Ist es euer dreckiger Scheißernst, Alter? Ist es euer dreckiger Scheißernst, ey? Ah, oh Gott. So, Wetten abschließen. Was ist hier das Problem? Wir kommen nicht hin beim ersten Mal oder er kann sich nicht abstützen. Die zwei Optionen gibt's. Denn ich bin tatsächlich für Option 2. Jawohl, wir können uns nicht abstützen. Aber nach Xikrim, Alter. Das war das letzte Mal, dass wir Mobilbagger auf die Baustelle nehmen. Brems. Hier geht's, ne, wenn der Reifen zur Hälfte in der Luft schwebt. Das ist natürlich gar kein Problem. Nee. Der Anhängpunkt muss da drüben sein. Okay, wenn er hier oben ist, ist auch okay. So, einmal ganz schnell zurücksetzen, das Ding. Dann. Nein. Doch, hier war mal. Springen wir hier einmal in den Kran. Und setzen das letzte. Oh nein. Oh nein. Wir kommen da nicht hin. Wir kommen da nicht hin, Alter. So, jetzt steht die Scheiße natürlich hier. Wir kommen dann hin. So, wir sind bei 30 Minuten. Und wie wir das Ganze lösen, meine Freunde, das seht ihr in der nächsten Folge. Gerne Vorschläge in die Kommentare. Ich habe schon was im Kopf drin, aber ich verrate euch nicht. Bis zum nächsten Mal. Peace out.